Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin hier auf der Boot im Jahre 2024 und stehe am Scuba Pro Stand. Neben mir ist der Niklas Stoß von Scuba Pro. Niklas, ganz kurz, was machst du bei Scuba Pro und warum soll ich dich denn eigentlich interviewen? Hallo erstmal, ich bin der Niklas Stoß, genau. Ich bin Produktmanager für Tauchcomputer, habe auch schon die anderen Produkte betreut als Produktmanager, bin schon seit 24 Jahren bei der Firma und natürlich selbst Taucher, seit ich ein Kind bin. Genau, und interviewen sollst du mich, weil ich vielleicht ein paar interessante Sachen für die Zuhörer habe. Alles klar, dann schauen wir uns mal eure Computer an. Alles klar. Niklas, erzähl uns doch mal so ein bisschen, Scuba Pro Produktmanager, wie stellt ihr eure Produktrange zusammen? Also jetzt mal im Hinblick auf Computer vor allen Dingen. Ja, also wir versuchen, also von der Produktrange her versuchen wir natürlich für alle Taucher, für alle Einsatzzwecke, ein passendes Modell anzubieten. Das heißt, wir haben Einsteigercomputer, die in der Preis-Leistung gut sind. Wir haben Mittelklasse-Computer mit einem vernünftigen Display wie der Luna, die auch Luftintegration haben und so für den Sporttaucher eigentlich alles anbieten, was er brauchen kann. Wir versuchen natürlich auch den Tech-Tauchmarkt zu bedienen mit den Top-Modellen wie dem G2 oder der G3 auch oder auch sogar unser HUD-Computer, der oben an der Maske befestigt ist. Genau, und versuchen natürlich jetzt seit einer gewissen Zeit auch den Uhrenmarkt, Uhrentauchcomputermarkt zu bedienen. Da hatten wir früher unsere A1, A2 Modelle und dann mittlerweile unseren G3, der einen Farbscreen hat, der auch Smartwatch-Funktionen hat. Da kriege ich Messages, da habe ich einen Running Mode, da kann ich meinen Pulsgurt anschließen und so weiter. Hat aber auch trotzdem alle Tauchfunktionen, ist bis 300 Meter wasserdicht, ist der stabilste Uhrencomputer im Markt. Hat Trimix, alles, was man eigentlich so brauchen kann. Und sogar, da sind wir die Einzigen, man kann den Algorithmus, den man tauchen möchte, auswählen. Ja. Genau, das ist so von der Range her, würde ich sagen. Von der Entwicklung ist es so, dass wir natürlich ganz viel Feedback vom Markt bekommen, das wir einfließen lassen. Dann haben wir natürlich selber unsere Erfahrungen. Wir haben unsere Tauchcomputerentwicklung in der Schweiz. Bei dem Team sind, würde ich sagen, von 20 Leuten 18 aktive Taucher. Die haben natürlich ihre eigenen Ideen, wie ein Tauchcomputer aussehen will. Genau, und ich als Produktmanager vermittle so ein bisschen eigentlich zwischen den Ingenieuren und den Kunden und Händlern, um eben das ideale Produkt zu definieren. Ja, Scuba Pro ist ja als die Muttergesellschaft Johnson Outdoors, ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Für mich ganz interessant ist, wie viel Einfluss oder wie muss man sich denn so die Zusammenarbeit vorstellen mit den USA, mit der Muttergesellschaft und eben mit der Produktentwicklung in Europa, in der Schweiz und eben in Deutschland? Ja, also wir sind ja so aufgeteilt, wir haben unsere Niederlassungen in den einzelnen Regionen. Wir haben in Europa die deutsche Niederlassung, wir haben in den USA die Niederlassung, wir haben in Asien die Niederlassung und in Australien. Das sind alles eigenständige Niederlassungen, die ihren Markt bedienen und jeweils dort ist auch ein Verkaufsteam angesiedelt. Diese Teams geben uns im Produktmanagement natürlich entsprechend ihre Wünsche, ihr Feedback vom Markt weiter und dann haben wir zusätzlich noch in den USA unser Brandmanagement. Und das Brandmanagement kann man sich vorstellen, das ist einerseits das Marketing, also es kümmert sich um das weltweite Marketing, natürlich mit auch jeweils in den Regionen den Leuten, die den Markt ganz nah bedienen. Aber auch hilft uns in der Produktentwicklung, indem es zum Beispiel Consumer Research macht. Also wir sind da relativ gut aufgestellt. Wir machen, wenn wir ein neues Produkt definieren, immer recht ausführliches Research. Und da ist es so, dass die Gruppe, die wir analysieren oder die wir befragen, die ist immer gleichmäßig aufgeteilt zwischen USA und Europa, weil das für uns beides gleichgewichtige Märkte sind. Wir sind sogar in Europa ein bisschen größer als in den USA, aber das sind für uns gleichgewichtige Märkte und die müssen natürlich ideal betreut werden. Ja. Und wie ist das so mit der, wie häufig setzt ihr euch Ziele, ein neues Produkt rauszubringen? Also sagt ihr so, jedes Jahr muss was Neues kommen oder wie ist denn da so ein bisschen eure Herangehensweise und eure Zielsetzung? Ja, das ist natürlich so ein bisschen unterschiedlich. Bei Produkten wie einer Flosse zum Beispiel, da hast du jetzt nicht so einen kurzen Produktlebenszyklus. Unsere Seawing, würde ich sagen, haben wir jetzt seit fast 11 Jahren. Da haben wir jetzt letztes Jahr das Nachfolgemodell vorgestellt. Das alte Modell, das bestehende Seawing Supernova Modell, bleibt aber im Markt. Jetzt haben wir natürlich so schnellere Produkte wie Neopren oder auch Tauchcomputer ist so ein Mittelding, würde ich sagen. Da gibt es so die klassischen Computer, die einfacheren, wie den Aladdin. Der ist jetzt in leicht veränderter Form seit, würde ich mal sagen, 25 Jahren im Markt.
mit kleinen Feature-Updates, aber das Produkt an sich ist geblieben. Dann haben wir so die mittlere Lebenszyklus wie der G2, der ist jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre im Markt. Und dann haben wir eher so schnellere Produkte wie den G3, Smartwatches. Da tut sich natürlich in der Technologie wahnsinnig viel. Da kann es dann schon auch sein, dass man alle 2-3 Jahre was bringt. Generell haben wir uns die Vorgabe gegeben, dass wir Produkte nur erneuern, wenn es ein Feature gibt, das das wert ist. Das heißt, entweder ist es für den Konsumenten ein Feature, das so wichtig ist, dass es Sinn macht, das Produkt auszutauschen, oder es ist für die Nachhaltigkeit ein Feature, das es wichtig genug macht. Einfach nur, um ein Produkt zu erneuern, machen wir keine Produktupdates, weil das hat mit Nachhaltigkeit dann auch wieder nichts zu tun. Zum Beispiel unser Everflex Ulex-Anzug, den haben wir, da war das Vormodell noch aus dem Limestone-Neopren und jetzt haben wir das Ulex Biopren, also ein Neopren, ein Schaum, der auf einem nachwachsenden Rohstoff besteht, und entsprechend war das für die Nachhaltigkeit für uns wichtig, deswegen haben wir das neu gemacht. Ja. Wo wir jetzt gerade mal ganz kurz bei Ulex sind, wie sind da so eure Erfahrungen bisher am Markt? Also das Produkt gibt es ja jetzt wie lange ungefähr? 2,5-3 Jahre würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht der Produktmanager für Neopren, aber ja, 2,5-3 Jahre. Ja. Und habt ihr da schon Erfahrung mit der, wie langlebig das ist? Weil das ist ja bei Neopren immer so ein bisschen die Frage. Langlebigkeit ist tatsächlich beim Ulex super. Also das hat keinerlei Nachteile. Ich würde fast sagen, dass es sogar etwas besser ist. Also wir haben festgestellt, dass in den thermischen Tests, man muss ja für den CE-Test, für die Norm, die wir erfüllen müssen bei Kälteschutz, macht man ja einen Wärmeisolationstest, und der wird auch immer unter Druck gemacht. Das heißt, den mache ich nicht nur unter Oberflächendruck, sondern auch, wenn er komprimiert ist, unter Wasser. Und da haben wir festgestellt, dass das Ulex-Neopren besser isoliert sogar als ein Limestone-Neopren. Und deswegen ist das ist nicht ganz so anfällig auf diese ständige Kompression und Entkompression. Und deswegen ist der, also es gibt überhaupt keine Nachteile beim Ulex-Neopren, außer vielleicht der kleine Nachteil, dass es leider etwas teurer ist in der Herstellung. Ansonsten absolut geniales Produkt. Ja. Und lass uns noch mal ganz kurz zu den Computern zurückgehen. Ja. Was sind denn jetzt gerade eure aktuell neuesten Tauchcomputer, die ihr am Markt habt? Also da haben wir einmal in der Mittelklasse, wie ich vorhin gesagt habe, unseren Luna 2. Den gibt es in 2 Versionen, luftintegriert, nicht luftintegriert. Ist für den Sporttaucher der, würde ich sagen, der ideale Computer. Der kann alles, der ist luftintegriert, der kann Nitrox tauchen, der kann Apnoe tauchen, Freediving, Gauge Mode. Blabla, hat 2 Algorithmen, also wirklich alles, was man so brauchen kann. Ja. Wenn man nicht in den Tech-Tauchbereich will, gibt es hier eigentlich keine Grenzen. Das Display ist relativ groß, ist ein einfacheres Schwarz-Weiß-Display, allerdings von der Ablesbarkeit in den wichtigen Stellen ein Segment-Display. Ein Segment-Display hat den Vorteil, dass es immer ganz klar ist, also weil es ja keine kleinen Pixel hat, die dann am Rand verschwimmen, sondern die Segmente sind immer sehr klar ablesbar und der Kontrast ist sehr hoch. Mhm. Darf ich fragen, wo der preislich liegt? Der Preis, also die luftintegrierte Version liegt bei 435 Euro ohne Sender. Ja. Genau. Also ein guter Mittelklasse Tauchcomputer. Ja. Unser Topmodell, Uhrenmodell, ist unser G3. Wie gesagt, ein Edelstahlgehäuse, Saphirglas, bis 300 Meter wasserdicht, druckstabil, also wirklich ein Tauchcomputer, der auch echt was ab kann. Hat ein Farbdisplay, ist mit iOS-Handys, hat Smartwatch-Funktion, ich kriege meine Messages drauf, ich kann meinen Media-Player bedienen. Aber eben auch im Tauchbereich alles, was man sich irgendwie wünschen kann. Der kann Trimix, der hat 2 Tauchalgorithmen drauf, der kann natürlich alles, was der Sporttaucher brauchen kann, ist luftintegriert, hat eine super einfache Bedienung mit Volltext in verschiedenen Sprachen. Ich habe eine Bluetooth-Schnittstelle an Bord, dann kann ich mir die Tauchgänge runterladen über die App. Ich kann Software-Updates machen, wie zum Beispiel ein Software-Update, das jetzt in ungefähr 4 Wochen kommt. Also, da haben wir uns ein bisschen verändert, das ist vielleicht ganz interessant für die Produktentwicklung. Früher war es so, man hat einen Tauchcomputer rausgebracht, die Software hat vielleicht irgendwann mal ein Update bekommen, wenn es einen kleinen Bug gab oder so, aber ansonsten ist die Software eigentlich so geblieben. Hier bei diesen Produkten, da haben wir eine ganz andere Softwareentwicklung eigentlich, die ist viel schnelllebiger. Man überlegt, man bringt das Produkt raus, das funktioniert einmal, aber man überlegt sich, wie könnte man es noch besser machen. Im neuen Software-Update 1.3 haben wir zum Beispiel einen Watchface-Uploader. Das heißt, ich kann mir hier Custom-Watchfaces drauf machen,
kann meine eigenen Tauchfotos draufpacken und mach gerade mal das Licht, dann sieht man es ein bisschen besser, kann die dann praktisch draufladen und das als Bildschirmhintergrund hinter die Zeiger nehmen. Oder wir haben zum Beispiel jetzt noch einen Running Mode reingepackt, dass ich die auch mit Brustgurt als einwandfreie Laufuhr benutzen kann. Dann noch ein paar Features. Wir haben ein Auto-Backlight, das heißt, wenn ich das Display recht weit runter dimme, damit ich die Batterielaufzeit verlängere, kann ich mir ein Auto-Backlight anmachen. Das heißt, ich schüttel den Arm und das Backlight geht automatisch an und nach einer vordefinierten Zeit geht es wieder aus. Also das ist das Coole bei den neuen Produkten oder bei diesem neuen Weg an Produkte und Softwareentwicklung ranzugehen. Das ist ein bisschen schnelllebiger, aber dafür verändert sich auch mehr. Die Kunden kriegen immer wieder tolle Updates, die nochmal tolle Features bringen und das umsonst. Ja, das ist ja im Prinzip, sind die Menschen das mittlerweile so ein bisschen durch ihre Smartphones einfach auch gewöhnt, ne? Dass ständig irgendeine neue Funktion gefordert wird und es muss ein bisschen was passieren. Absolut. Genau. Ja, wenn man also diese Produkte sich mal angucken möchte, dann kann man das ganz hervorragend hier beim Scuba Pro Stand auf dem Boot. Kaum zu übersehen, mittendrin riesengroß. Niklas, sag noch mal ganz schnell die Standnummer für die Leute, die doch den Kopf vom Handy nicht hochkriegen. Die Standnummer ist E49 und wenn man schaut, wir sind relativ mittig in der Halle und wenn man oben nach Scuba Pro sucht, dann findet man das ganz einfach. Kaum zu übersehen. Vielen Dank für deine reichhaltigen Infos. Danke dir. Eine schöne Messe euch. Dir auch. Ciao.